Meine Freunde, ich freue mich sehr, euch heute begrüßen zu dürfen zu diesem sehr, sehr schönen Video. Denn viele von euch dürften im Laufe ihres Lebens tausende Stunden in die Europa Universalis 4 Spiele gesteckt haben. In die Europa Universalis Spiele, natürlich auch vor allem in Europa Universalis 4, welches im Jahr 2012 erschien und jetzt in der Zwischenzeit auch schon 12 Jahre auf dem Buckel hat. Und es war eigentlich ein offenes Geheimnis, dass wahrscheinlich als nächstes EU5 erscheinen soll. Viele haben darüber gesprochen, ich auch schon, ich habe auch schon mehrfach gesagt, ich gehe davon aus, das nächste Spiel wird EU5 und das Ganze ist jetzt auch schon mehr oder weniger offiziell bestätigt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der Release-Trailer, der Ankündigungstrailer, aber das wird wahrscheinlich noch 2-3 Monate dauern. Aktuell nennt Paradox Tinto das Ganze Project Caesar, da aber nicht wundern bitte. Die Spiele, wenn sie in Entwicklung sind, werden alle nach römischen Imperatoren benannt. Deswegen bitte nicht denken, dass es jetzt hier um ein Spiel in römischer Zeit geht. Paradox Tinto ist das Studio in Spanien, welches im Jahr 2020 gegründet wurde und auch schon direkt nach der Gründung mit den Basisarbeiten für dann EU5 begonnen hat, welche dann im Laufe der Zeit Fahrt aufgenommen haben. Aktuell arbeiten knapp 30 Leute in dem Studio selber. Wie viele am Spiel arbeiten, ist natürlich nicht sicher. Es gibt ein paar, die arbeiten noch an EU4. Es ist auch möglich, dass andere Studios parallel dazu arbeiten oder auch Mitarbeiter getauscht werden. Man macht das Ganze jetzt vor offizielle Ankündigungen hier öffentlich, weil man die Community mehr mit einbeziehen möchte. Der gute Johan Andersen, der dürfte vielen von euch ein Begriff sein, der ist hier mehr oder weniger der Chef im Ring für das Spiel und das Studio und der sagt, man möchte aus den Fehlern vorheriger Spiele lernen und die Community mehr mit einbeziehen. Deswegen geht man jetzt hierher und stellt einfach mal aktuell das Spiel vor, ohne zu sagen, worum es direkt geht. Aber ihr werdet auch später sehen, warum es zu 99,99% EU5 ist. Jedenfalls, man möchte quasi die Community einbeziehen, man möchte Sachen vorstellen, Features, wie Sachen funktionieren und dann eben Feedback von der Community bekommen, was sie gut finden und was sie nicht gut finden, um dann eben die Entwicklung beeinflussen zu können. Ich persönlich gehe davon aus, dass die offizielle Ankündigung wahrscheinlich im April, Mai herumkommt und der Release dann im Laufe des Jahres, Ende des Jahres oder wenn sich in der Entwicklung was verschiebt, Anfang nächsten Jahres. Jedenfalls mindestens in den nächsten 12 Monaten gehe ich davon aus, dass EU5 auf dem Markt erscheinen dürfte. Und natürlich wie immer werde ich euch in den nächsten Monaten und Jahren zu dem Spiel auf dem Laufenden halten, sei es mit News-Videos, Tutorials oder spannenden Kampagnen. Man hat grundsätzlich 3 Pfeiler, die man umsetzen möchte. Eine glaubwürdige Welt, eine Immersion im Spiel selber und eine Wiederspielbarkeit. Man möchte, dass der Spieler eine unfassbar große Vielfalt an verschiedenen Szenarien hat, eine relativ hohe Wiederspielbarkeit, auch mit gleichen Nationen und die Welt soll glaubwürdig und gut erreichbar sein. Das heißt, keine unnötig versteckten, schwierigen Features oder Sachen, die keinen Sinn machen, keine Ablenkungen, die nicht wirklich reinpassen. Man soll sich gut in das Spiel reinfühlen können. Und da bin ich sehr gespannt, da kann man jetzt viel schreiben, ne? Was dann am Ende sein wird, das wissen wir nicht. Grundsätzlich, das sind natürlich schon mal sehr interessante Punkte, die aber am Ende des Tages eigentlich für alle Paradox Games auch umsetzbar sind. Ich habe letztens erst ein Video gesehen von einem englischen YouTuber, der ist nicht so groß, hatte 30.000 Abonnenten, hat ein schönes Video gemacht, wo er darüber gesprochen hat, warum Crusader Kings 3 für ihn einfach nicht so gut ist wie Crusader Kings 2, weil er sich nicht in die Welt hineinversetzt fühlt und weil ihm einfach die Immersion fehlt. Und das ist ein sehr guter Punkt und das ist auch eine Sache, wo ein bisschen, finde ich, auch Paradox in den letzten Jahren vorbeigearbeitet hat. Sowohl Victoria als auch Crusader Kings sind die neuesten Spiele nicht so stimmig und nicht so ineinandergreifend, wie das aus den älteren Teilen der Fall ist. Auch nicht mit den neuen DLCs. Es fühlt sich alles ein bisschen unrund an. Man hat immer ein bisschen das Gefühl, es greift nicht alles ineinander und es wirkt ein bisschen so, als ob man nicht genau wüsste, was man möchte. Und da wird es halt spannend, ob man das jetzt hier für EU5 anders umsetzen kann. Dann schauen wir uns schon mal die Karte an. Das ist tatsächlich die offizielle Karte, die dann so im Spiel vorkommen wird. Was wir jetzt hier sehen ist, wir sehen zum einen natürlich die etwas hervorgehobenen Provinzen. Das sind Gebiete, die nicht begehbar sind, also quasi Wüste, Gebirge, Gebirgsketten oder ähnliches, wo du nicht rein kannst. Die Gebiete können nicht kolonisiert werden, die Gebiete können nicht betreten werden. Das ermöglicht quasi komplett neue Art der Kriegsführung, weil man jetzt zum Beispiel nur wenige Regionen hat, über die man hier zum Beispiel in Afrika nach Süden gelangen kann. Man muss hier zum Beispiel, wenn man nach Norden möchte, wenige Gebirgspässe nehmen oder halt Umwege laufen. In Südamerika ist der komplette Amazonas natürlich nicht passierbar.
und Nordamerika im Norden ist ebenfalls eine Schrottwüste. Aber es gibt überall eben kleine Wege, wo man durchlaufen kann. Und wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf hatte, soll es 24.000 Provinzen geben. Ja, 24.000 oder 24.000 Map-Tiles. Eins von beiden. Also auf alle Fälle gewaltig. Es wird eine gewaltige Karte. Das steht außer Frage. Und was wir hier auch sehen auf dem Meer, das sind diese kleinen Kästchen hier. Das sind einzelne Seeregionen. Nur in denen können wir unsere Flotten bewegen. Wir können unsere Flotten nicht in diese Gebiete hier schicken. Das heißt, auch hier wird es so sein, man kann mit mehreren Flotten zum Beispiel manche Gebiete dicht machen. Ja, dass man zum Beispiel hier eine Flotte hinstellt oder zwei da und da. Und dann hat man quasi das komplett alles abgedeckt. Und dann müsste man hier mit einer Flotte da komplett einen riesen Umweg fahren, wenn man zum Beispiel nach Nordamerika möchte. Auch ansonsten, ihr seht, es ist die komplette Weltkarte wieder vorhanden. Ist noch ein bisschen abgeschnitten unten und oben. Das wird wahrscheinlich dann im Spiel trotzdem mit drin sein. Wird sich jetzt hier nur nicht direkt hat alles hier mit schön zeigen haben lassen. Aber auch das ist schon wieder ein Zeichen, dass es hierbei sich um EU5 dreht. Dann gibt es natürlich wieder verschiedene Regionen. Ne? Also wir haben Städte, dann haben wir Provinzen, dann haben wir Regionen oder beziehungsweise Areale, dann haben wir Regionen, dann haben wir Subkontinente und Kontinente. So ist das Ganze aufgeteilt. Ne? Das ist so am besten zu vergleichen mit Crusader Kings, ne? Baronien, Städte, Herzogtümer oder Baronien, Grafschaften, Herzogtümer, Königreiche, Kaiserreich. Ne? So in etwa kann man das, glaube ich, sehr gut vergleichen. Das ist dann hier auch so. Oder EU4 hat das Ganze ja auch so. Da gibt es ja einzelne Provinzen, dann gibt es Regionen und dann gibt es noch diese Überregionen, vor allem für die Kulturen dann wichtig. Und mit den Pops, das wird auch sehr interessant, da komme ich auch gleich noch zu. Jedenfalls, das Ganze kennen wir schon. Das wird jetzt nicht so sein, dass das jetzt hier irgendwie groß das Rad neu erfindet. Was aber auch wichtig ist, dass man von Anfang an auch in den Dev Diaries oder in den Büchern oder in den Posts darüber spricht, dass man möchte, dass militärisch und wirtschaftlich und bevölkerungstechnisch das Spiel Spaß macht, okay? Es wird auch so sein, dass wir unsere Armeen selber auf der Karte umherführen können. Es wird also quasi wieder ein EU-System sein. Es wird kein Victoria 3, wo wir unsere Armeen nicht aktiv direkt befehligen können. Das möchte man hier nicht. Wir werden unsere Armeen wieder selber steuern können. Und es ist auch wirklich schön, dass man hier direkt von Anfang an sagt, worauf man Wert legt. Ich komme auch gleich noch im nächsten Beitrag zu deutlich mehr interessanteren Punkten. Aber grundsätzlich ist es so, man möchte einen deutlich unterhaltsameren Spielverlauf ermöglichen, als es jetzt zum Beispiel in EU4 teilweise der Fall ist, weil in EU4 ist es schon zum Teil auch wirklich so, dass die Kriege etwas auslaugend und unnachvollziehbar sein können. Vor allem die KI auch mit ihrem perfekten Manövrieren teilweise dem Spieler gar keine Chance gibt, mal eine oder andere gute Schlacht zu führen, außer man hat sehr gute Generäle. Dann gibt es natürlich auch noch wieder verschiedene Regionstypen, es gibt verschiedene Klimas, es gibt verschiedene Gebiete, Vegetationen, ne? Es gibt Wälder, es gibt Gebirge, es gibt Wüsten, es gibt kalte Gebiete, es gibt heiße Gebiete und so weiter. Wie sich das Ganze aufs Gameplay auswirkt, was es wird, das wird später dann erzählt. Und jetzt kommt der Grund, warum ich überhaupt das Video auch mache, weil alles, also die ersten zwei Sachen, die waren zwar schon mal interessant, aber die hätten jetzt ein Video nicht direkt gerechtfertigt. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und da sehen wir auch schon mal die Karte in Indien übrigens. Kenne mich wirklich sehr, sehr gut aus mit Indien. Deswegen sehen wir hier lauter Sachen. Es gibt bestimmt Leute, die kennen sich aus mit dem Zeug, aber ich nicht. Es ist Indien. So viel kann ich dazu sagen. Und der Farbstil erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Imperial Jerome. Geht wieder ein bisschen farbenfroher an die Sache ran. Bin mal gespannt, wie das dann später grafisch ausschauen wird. Jedenfalls kann ich euch schon mal sagen, es soll eine Simulation sein. Im ersten Moment schrillen da wieder alle Alarmglocken. Simulation. Victoria 3 möchte eine Simulation sein. Ist es aktuell leider nicht. Und was auch wirklich sehr interessant ist, ist zum Beispiel das Fenster hier. Das ist nämlich die Kulturübersicht zum Beispiel und die Zufriedenheit und die Pop-Anzahl. Ich versuche das jetzt mal kurz runterzubrechen, was man hier eigentlich alles geschrieben hat. Also zum einen, es soll so sein, dass die Bevölkerung so berechnet wird und also die Bevölkerung wird berechnet und alles basiert auf die Bevölkerung, die Wirtschaft, die Politik und die Kriegsführung. Also je nachdem, wie eure Bevölkerung ist, wie zufrieden sie ist, wie groß sie ist, welche Kultur oder Religion sie hat, wirkt sich das auf Wirtschaft, Politik und Kriegsführung aus. Das ist grundsätzlich erstmal positiv. Bevölkerung ist eigentlich alles, worum es sich dreht. Das ist eine Sache, die ich mir zum Beispiel auch schon lange für Crusader Kings wünschen würde, dass da einfach die Bevölkerung mehr mit einbegriffen wird. Das möchte man hier scheinbar jetzt dann auch erreichen. Grundsätzlich ist es aber erstmal ein relativer negativer Punkt, weil sehr viele Berechnungen meistens auch zu sehr vielen Performance-Problemen führen.
deswegen geht man einen Weg, den wir aus anderen Spielen schon kennen. Man führt das Pop-System ein. Das Pop-System, wie es hier sein wird, ist so, dass quasi ein Pop eine Größe zwischen 1 und 1 Milliarde haben kann, solange sie die drei Attribute teilen: Kultur, Religion und soziale Klasse. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Pop katalanische Kultur, Christentum, Bauer, dann kann dieser Pop circa 1 Milliarde groß sein, aber er zählt als ein Pop. Basically. So, und dann gibt es natürlich noch 5 Klassen insgesamt: Sklaven, natürlich nur da, wo es legal ist, Bauern, dann Bürger, Kirche und Adlige. Na, das sind die 5 Klassen. Und das teilt sich dann quasi auf euer Land auf. Dann gibt es eben noch die Kulturen, die Religion. Und dann sehen wir hier, das ist zum Beispiel ein Pop. Ne? Wir haben einen Pop, Bauern, katalanisch, Christen. Dieser Pop hat eine Stärke von 48.534. Und damit möchte man eben die Performance verbessern, weil man nicht diese 48.534 berechnet, sondern man berechnet nur den einen. Nur dieser eine muss berechnet werden. Aber der steht quasi für die Summe. Und die Summe ist zwar relevant für die Simulation, aber eigentlich wird nur dieser eine Pop genommen. Und dieser Pop hat diese Zufriedenheit. Macht eigentlich Sinn. Die Zufriedenheit ist natürlich relativ wichtig. Zufriedene Pops, ne, bringen bessere Werte mit sich. Klar, keine Aufstände. Während hingegen natürlich dann sowas Schlechtes. Aufstandsgefahr, Unruhen, schlechtere Produktionswerte, schlechteres Einkommen etc. Warum sind die angepisst? Das denke ich mal relativ offensichtlich. Warum die wohl angepisst sind? Falsche Kultur, falsche Religion. Ja, das ist Katastrophe. Jedenfalls mit diesem Pop-System möchte man quasi dieses gesamte Performance-Gedöns ein bisschen entschlacken, dass das Spiel durchgehend mit einer guten Performance läuft. Natürlich wird es auch wieder Bevölkerungswachstum und Rückgang geben. Es wird möglich sein, Bevölkerung zu einer anderen Kultur zu assimilieren, also zu konvertieren, einzugliedern, wie man das auch immer bezeichnen möchte, natürlich auch religiös. Das wird es wieder alles geben. Ah genau, hier steht es auch schon mit der Karte, da war es doch. 27.518 einzigartige Locations gibt es auf der Karte. Und das bedeutet, wir haben A, eine riesengroße Karte und B, natürlich auch sehr viele Pops. Ne? Natürlich in vielen dieser Provinzen auch Pops aufploppen können. Und das kann natürlich zu Performance-Problemen führen. Und was ich wirklich sagen muss, ich habe mir das Spiel innerlich schon 20 Mal vorbestellt, ne? Und ich werde es auch hart suchten und ich liebe EU4 und ich werde wahrscheinlich auch EU5 spielen und mögen. Ich mag auch viele andere Spiele von Paradox sehr, auch wenn ich es gerne kritisiere. Aber ein Satz, muss ich sagen, ist eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit. Das ist dieser Satz. Now we are building a game based on decades of experience. And so far the performance impact of heavy pops is not even noticeable. Also übersetzt, wir bauen ein Spiel basierend auf der jahrzehntelangen Erfahrung, die wir haben, was die Performance angeht. Und meine Freunde, welches Spiel von Paradox die letzten 10 Jahre läuft halbwegs gut? Stellaris ist ein absolutes Shit-Game, wenn es auf etwas größere Karten oder das Mid- und Late-Game zugeht. Multiplayer ist eine Katastrophe teilweise, wenn man viel Spaß haben will mit 10, 12 Spielern. Crusader Kings 3 kannst du nur spielen, wenn du Mods hast, die die Population verringern, weil das Spiel irgendwann nach 100, 200 Jahren krass anfängt zu laggen. Victoria 3 ist eine Shitshow nach 20 oder 30 Jahren, weil die Performance dann auch um 70-80% zurückgeht. Und jetzt sagt man, wir haben ja ewig lange Erfahrung mit dem Entwickeln von Spielen und die Performance ist super. Das finde ich frech. Wirklich. Ich hoffe, dass die Performance endlich besser wird. Ich hoffe, dass man es schafft, die Multikern besser zu nutzen. Ich hoffe, dass man es einfach schafft, dass die Engine endlich auf die Performance oder die Leistung zurückgreift, die hier zur Verfügung steht. Was es bis heute nicht schafft. Ich hoffe, dass es hier endlich der Fall ist. Aber trotzdem, den Satz finde ich dreist. Gut, nächste Woche geht es dann um Regierungen. Wir sehen hier schon mal ein paar andere Sachen. Wir sehen hier Griechisch, Bulgarisch, Armenisch, Religion. Und dann sehen wir noch die Bevölkerung. Und ihr dürft mir mal bitte schreiben, was denkt ihr, welches Land in der Zeitspanne von Europa Universalis, welches Land könnte das hier sein? Es gibt auf alle Fälle schon mal in den, also hier in den Kommentaren gab es Vermutungen, die wahrscheinlich auch richtig sind, was ich mir auch schon gedacht habe.
Jedenfalls schreibt es mal bitte rein. Und übrigens noch eine Sache. Man vermutet, dass das Startdatum tatsächlich nicht 1444 wird, sondern ich glaube 1356 sogar. Also man geht davon aus, dass es ein früheres Startdatum gibt. Das ist nicht bestätigt, zumindest nichts, von dem ich weiß. Es gibt Gerüchte, es gibt Leute, die haben schon drüber geschrieben. Vielleicht hängt es auch mit der Karte zusammen, dass das Startdatum knapp 100 Jahre früher sein wird. Bin ich sehr gespannt, fände ich nicht schlecht. Mehr Startszenarien sind immer nice und früher ist nicht unbedingt schlechter. Mal gucken. Bin gespannt, was da dann am Ende des Tages bei rumkommt. Ansonsten lasst mich gerne wissen, was ihr von dem Ganzen haltet, ob ihr euch schon drauf freut, was ihr denkt, was ihr gut findet, was nicht und was ihr euch wünscht. Ansonsten, ich bin raus. Euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Tschüss.